Hallo liebe Freunde, da bin ich wieder, euer Papillon zu The Forest. Und dies wird wieder hier ein kleiner Location Guide, den ich für euch vorbereitet habe, und zwar zum Katana. Und wie ihr seht, dass ich hier bin, auf der Karte, hier am Fluss, beziehungsweise an diesen See, Richtung Schneegebiet guckend. Und ganz weit unten bin ich, aber über den Dörfern, hier links von mir ist noch ein Dorf, da oben in westlicher Richtung, wo ich gucke. Und zum Katana müssen wir hier diesen Höhleneingang nutzen. Hier, ich zeige es euch nochmal auf der Karte. Dieser Höhleneingang ist das. Rechts ist der Fluss, da ist der Berg. So sieht das auf der Karte aus. Und da gehen wir jetzt rein. Katana haben wir ja schon. Kompass können wir uns eigentlich wieder einstecken. Und ab geht's in die Höhle. Ja, den besten Stuff, den findet ihr halt in den Höhlen. Da kommt ihr nicht drum herum. Ihr müsst in die Höhlen rein. Bei mir sind nicht mehr so viele Gegner in den Höhlen, weil ich den Großteil der Gegner schon erledigt habe. Darum tauchen hier nicht mehr so viele Gegner auf. So, wir können ja mal in die Höhlenkarte gucken. Da befinden wir uns. Und wir müssen jetzt hier, findet er sogar den Körper von den Roboter von Timmy. Wir müssen jetzt hier hochgehen. Und hier einmal hochklettern. So, wenn ihr an dieser Stelle seid, ich habe sie ja schon alle ausgeschaltet, ist da rechts, wo ihr hinguckt, ein Armsi, dieses Elefantenviech, was so trötet, und mehrere Mutanten. Und ihr müsst hier links aber lang gehen, wo dieses Holzbrett ist. Müsst ihr nämlich hier weitergehen. Dann hier runter. Und ich mach mal für euch noch mal die Karte auf. Dieses Stück hier lang. Oder meine Güte, was soll der Geiz? Damit ihr mal besser sehen könnt, mache ich für euch mal die Fackel an. Müsst ihr hier weitergehen. Bis ihr hier zu diesen Fingern kommt. Ich kann ja noch mal, können wir auf der Karte noch mal gucken. Wir sind hier so runtergegangen. Müsst ihr euch einmal hier bücken. Und dann, ich weiß jetzt nicht, ob hier noch Gegner waren. Ich kann es euch nicht mehr sagen. Macht euch auf jeden Fall gefasst, dass hier ein Gegner oder zwei sind. Hier ist die große Höhle. Wie gesagt, ich wollte nur mal gucken. Und hier, also wir sind eben gerade von hier gekommen, ne? Müsst ihr euch hier rechts halten oder erstmal die Gegner hier kaputt machen. Und hier seht ihr schon eine Flair, was zu essen. Einer, der gepeinigt wird.
noch mal was zu essen. Uhren. En masse Uhren. Wo ihr denn mit Bomben herstellen könnt. Alkohol. Wir machen noch mal hier dieses Feuer an. Damit es mal ein bisschen heller wird. Und hier ist unser Yakuza, wo sie den Rücken abgezogen haben und ein Bild von gemacht haben. Und hier steckt ein Katana drin. Da ist das Katana. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr hier seid, nehmt den ganzen Stuff mit hier. Geldscheine. Nehmt euch nicht nur das Katana. Sackt euch hier richtig voll. Ihr könnt auch hier essen. Trinken ist hier. Uhren, alles hier. Rolex-Uhren hier. Rolex-Handel. Wie gesagt, hier mit den Uhren, Münzen, Klebeband und Alkohol könnt ihr Bomben herstellen. Deswegen greift zu. Medizin. Dröhnt euch die Pillen rein. Und das ist die Location fürs Katana. Ihr könnt da sogar noch Benzin für euren Kanister finden. Und wie gesagt, hier ist nur eine Höhle, eine große. Hier geht es zwar weiter, aber hier findet ihr zum Beispiel noch Getränke und hinter der Wand, ich weiß es gar nicht, findet ihr einfach nur noch mal Alkohol und eine Taschenlampe. Wie gesagt, hier stelle ich für euch noch mal eine Bombe her. Ihr braucht dazu eine Uhr, eine Batterie, hier so eine Festplatte, Klebstoff, Alkohol und Münzen. Schon habt ihr eine selbstgebastelte Bombe am Start. Trinken en masse. Wie gesagt, hier könnt ihr überleben. In dieser Höhle. Und in den Typen steckt das Katana. Ich zeige es euch nochmal. Auf der Höhlenmap, wo wir uns befinden. An dieser Stelle ist das. Ja, ich hoffe, es konnte euch weiterhelfen. Dieses kleine Location Guide Video fürs Katana. Katana ist die beste Waffe hier, finde ich, im Game. Ihr braucht keine große Ausrüstung, um es zu finden. Ihr könnt Gegner links liegen lassen. Wie gesagt, nur hier in der Höhle. Weiß ich nicht, ob noch Gegner kommen. Wenn, dann müsst ihr die noch ausschalten. Aber ansonsten könnt ihr ziemlich schnell mit die beste Waffe, für mich die beste Waffe hier in The Forest finden. Ich hoffe, es ist hilfreich für euch. Und ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr in Schwierigkeiten seid, in The Forest. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn ich mit euch auf Entdeckungstour gehe. Bis dann, auf Wiedersehen, ciao, sayonara.